Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem nächsten Part. Letztes Mal haben wir versucht, die Arena zu machen, sind allerdings kläglich gescheitert, schon beim ersten Kampf. Und deswegen habe ich meine Pokémon offscreen ein bisschen gelevelt. Ich zeig's euch gerade. Und zwar hat sich mein Voltilam weiter zu einem Butty entwickelt. Ich habe das Item EP-Teiler bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Gebäude. Und, ja, mein Swatterin ist ein paar Level up und wir haben einen neuen Mitstreiter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Praktibalk hieß er, genau. Ich habe ihn allerdings in André umbenannt. Ja, wie einer meiner Abonnenten. Und ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir ja jetzt die Arena. Komm schon. Weil, ja, mein stärkstes Pokémon ist vom Typ Dings. Wie heißt's? Genau, Wasser. Und die haben Pflanzen-Pokémon, deswegen hoffen wir einfach, dass es jetzt mal ein bisschen besser funktioniert. So. Dieser Renner ist, ja. Da unten steht ein Clown. Die brauche ich, glaube ich, für eine Schnitzeljagd. Ich habe das jetzt geguckt und habe hier mal ein bisschen was abgesucht und habe da auch so ein paar Clowns gefunden. So, der müsste mir eigentlich ein Rasierblatt geben und ich wäre weg vom Fenster. Hoffen wir nur, dass es diesmal besser funktioniert. Na klar, ist es nicht sehr effektiv, aber die Verteidigung sinkt. Käferbiss, gut. Weil gegen Käferattacken bin ich jetzt nicht so anfällig. Ich muss einfach versuchen, das irgendwie so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Wow. So, eigentlich müsste eine Zornklinge jetzt reichen. Ich habe Felilu erstmal den EP-Teiler gegeben. Genau deswegen. Sandwirbel, nee, braucht man nicht. So, bekannte Attacke behalten. Und das ist nämlich jetzt viel effizienter, wie wenn ich die Pokémon versuche einzeln zu leveln. Weil, ja, die hängen halt zurück. Ich soll erstmal weiterkämpfen. Ach, nochmal so ein scheiß Viech. Okay, gucken wir erstmal in den Beutel. Und nehmen uns... Was bringt? Gucken wir mal kurz, was das hier bringt. 100. Nee. So nötig haben wir es dann doch nicht. Ich habe auch zum Notfall einen Beleber mitgenommen. So, gut. Wenn das Viech nur Käferbiss kann und das mich nicht kritisch trifft, dürfte eigentlich nichts passieren. Außer, er benutzt gleich Rasierblatt. Kacke. Weil das fickt mich völlig weg. Und noch ein Volltreffer. Ja gut, Heilung zwecklos. Boah! Boah, was ein Glück. Boah, was ein Glück. Felilu erreicht Level 11. Ich weiß gar nicht, mit welchem Level sich Felilu weiterentwickelt. Ich schätze mal, entweder mit 17 oder mit 18. Mit 16 oder 18. So. Ach, hier werden wir wieder nach oben gesaugt. Na, dann saugen. Lassen wir uns mal kurz wieder nach unten saugen. Ach, guck mal, da sieht man, wo man hin. Okay. Ich sollte vielleicht mal mein Pokémon heilen. Wäre, glaube ich, nicht hier, sondern hier im Beutel. Wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Noch zweimal Limonade haben wir, ein Beleber, ein Paraheiler. Dürfte eigentlich reichen. Sollte, muss, es muss einfach reichen. Wie komme ich hier jetzt weiter? Ah, da versteckt sich ein Trainer. Ich, ja. Ich hoffe, der hat nicht die gleichen Viecher. Weil die waren echt hässlich. Oh Gott, was ist das? Okay, dieses Pokémon ist definitiv das hässlichste Pokémon, das ich je gesehen habe. Ich glaube allerdings, dass das hier, oh. Okay. Nicht schlecht.
Ich glaube allerdings, dass das hier keine Pflanzen, sondern eine Käferarena ist. Das hier sieht aber mir schon sehr nach Pflanze aus. Oh Gott. Fadenschuss. Verteidigung sinkt, okay. Ne, Initiative. Na, gucken wir mal, ob vielleicht Zornklinge. Rasierblatt. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Schutzschild. Ja, komm jetzt. Ach komm, jetzt mach doch mal. Hier, greif doch mal an. Gibt's ja nicht. Manchmal könnte ich mich echt aufregen über die Kacke hier. Schutzschild. Och, leck mich doch. Zornklinge. Es wird nicht so viel abziehen, ja. Käferbiss. Das wird's gewesen sein. Aber wir haben ja jetzt noch ein paar stärkere Gefährten dabei. Wie zum Beispiel Vati oder André. Deswegen denke ich, dass wir sogar hier im Großen und Ganzen einen Sieg erringen werden. Ja, leck mich doch. Mit deinem Kackschutzschild. Das ist genauso wie ein... Wie heißt damals dieses Safkorn, glaube ich, wo immer nur Schutzschild. Jawohl, fuck you. Tackle. Ja, wir müssen es jetzt tot tackeln. Ah, Initiative fällt, aber ich glaube, Vati hat sowieso eine relativ hohe Initiative. Schutzschild. Volikon. Das ist bestimmt dann so wieder so praktisch das Ebenbild von Safkorn. Rasierblatt. Ja, das dürfte jetzt eigentlich nicht so viel Schaden machen. Ja, es geht. Es geht. Schutzschild, leck mich. Ganz ehrlich. Komm jetzt aber, hau das Ding weg. Und bam. Och man. Fadenschuss, ja. Ach, ich habe Durst. Ach, hier ist mein Trinken. Gerade einen Moment. Also ich werde weiter kämpfen. Donnerschock. Und jetzt aber. Es ist halt schwierig, in dieser Arena zu bestehen, weil... Oh, Felilu 600. Komm, zwei Level sind drin. Kratzfurie. Kratzfurie wird es auf jeden Fall erlernen. Eine bekannte Attacke vergessen. Nein. Nein. Heuler, Heuler. Also ich versuche natürlich... immer mein Team so ausgeglichen zu erhalten, dass ich von fast jedem irgendwas dabei habe. Allerdings weiß ich echt nicht, was gegen Stärke-Pokémon, Käfer-Pokémon stark ist. So, jetzt haben wir hier nämlich den Clown und ich glaube... Ach kacke, das ist ein Gegner. Ich dachte, das wäre der letzte, der mir gefehlt hat für diese Schnitzeljagd, dass der da drin steht. Jetzt könnte es scheiße werden. Ich glaube, den Kampf werde ich nicht gewinnen. Ah, der ist nur Level 19. Ach, Felilu, was willst denn du jetzt? Kratzfurie, komm schon, mach Salat daraus. Eins, zwei, komm. Drei, vier. Viermal getroffen. Käferbiss. Ja, das wird dich jetzt umhauen. Ja, nicht so geil. Dann gucken wir mal, was er auf dem Kasten hat. Bist jetzt noch nie im Kampf gewesen, mit einem Superball gefangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dagegen gut sein sollte. Fußkick. Das ist nicht sehr effektiv. Steinwurf. Tackle. Ja gut, also er scheint schon dagegen verzweifelt zu sein, weil... keine Ahnung, warum auch immer. What the fuck? Nice. Sehr gut. Es entwickelt sich leider nur einmal auf Level 25, aber das war jetzt nicht schlecht. So. Mal gucken, ob das vielleicht dann... Oh, Lockduft. Fluchtwert, ja gut. Flüchten wir mal eh nicht. Boah, krass. Ich glaube, ich habe meinen Held dieser Arena gefunden. Oh, André, du hast mir den Arsch gerettet.
Ich habe das vorhin gesehen und auch nur ein einziges Mal gesehen. Also seit ich da jetzt ein bisschen gelevelt habe. Und ich wollte es einfach haben. Sandwirbel. Kacke. Ich hasse Sandwirbel. Komm schon. Kann der nicht das öfters treffen? Ja, jetzt macht er, dass er gar nichts mehr sieht, oder was? Hat es nicht vorhin öfter getroffen, als ich dagegen gekämpft habe? Weil ich weiß, dass das ziemlich hart war gegen den. Also ihn nicht zu töten. Initiative steigt. Hopp, jetzt hau mal rein hier. Sandwirbel? Was, hat das nur zwei Attacken oder was? Irgendwann mal treffe ich gar nicht mehr. Ja, sieht nämlich so aus jetzt. Aber gut, ja gut, was soll der sonst anderes machen? Ich glaube, die Gegner gucken jetzt mehr drauf, was mir schaden könnte. Hammer. Ja, ich bin so stark, Bitch. Ich frage mich allerdings, wie viele Gegner es hier gibt. Ich glaube, das hier ist der letzte. Aber ich sollte vorher nochmal in das Pokémon Center. Denn ich will kein Risiko hier eingehen. Ach, dieser Weg ist echt bekloppt. Komplett bekloppt. So, also ich kann jetzt maximal Pokémon Level 30 haben. Danach werde ich Level 40 haben können. Und dann... ja, dann haben wir schon drei Orden. Also ich werde hier auch auf jeden Fall diesmal eine längere Folge machen, da es schon 11 Minuten sind. Also ich schätze mal, das werden so 18. Aber das ist überhaupt kein Problem, ich werde einfach die Folge ein bisschen länger machen. Weil ich möchte auf jeden Fall diese Arena noch schaffen in dieser Folge, weil dafür habe ich ja meine Pokémon trainiert. Sie sind jetzt natürlich Käfer bzw. Pflanze gegen mein Haupt-Pokémon Wasser. Ist klar, dass mich das zerreißt, aber ich habe ja jetzt noch praktisch gesehen so einen kleinen Plan in der Hinterhand. Was auch ziemlich krass ist, dass er so viel abzieht. Ich hätte es echt überhaupt nicht gedacht. Ich bin so froh, dass ich den mitgenommen habe, sonst hätte ich hier nämlich jetzt verloren. Und zwar die ganze Zeit. Ach komm, leck mich doch. Steig hier mal ab. Ah. Okay. So. Das hasse ich nämlich mal, man geht da meistens zwei Schritte. Ach, guck mal, man kann hier auch hoch. Und das hat jetzt nichts gebracht, oder? Nö. Weil ich muss hier. Hier rein. Aber die Arena ist schon creepy. Muss ich sagen. Also ich glaube, noch ein Gegner ist vor uns und danach kommt der Arena-Leiter. Also ich hoffe es zumindest mal. So, jetzt gucken, dass alle Pokémon in der richtigen Reihe sind. Ich muss... tausch mal... ne, nicht Bericht. Ach komm. Ich tausche das hier mal mit dem. Tausch das hier mit dem. Und tausch das mit dem. Und was ich mit Aaron mache, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil der entwickelt sich ja nicht weiter und ich mag es nicht, wenn Pokémon immer gleich aussehen. Klar, natürlich werden die irgendwann mal richtig stark, aber... also Legendäre sind da natürlich ausgeschlossen. Ist ja klar, dass sich die meisten Legendäre... gibt es überhaupt legendäre Pokémon, die sich weiterentwickeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es Pokémon damals gab, glaube ich, die die Form verändert haben. So, auf. Jetzt hau da mal ordentlich was raus. Geht doch. Also ich gebe jetzt Felilu den EP-Teiler, bis es sich weiterentwickelt hat. Und danach werde ich es dann Aaron geben. Ja, dagegen werden wir jetzt keine Chance haben. Zornklinge. Fadenschuss. Vielleicht tausche ich jetzt auch. Bekommen zwar drei Pokémon die EP, aber was soll ich hier mit
Spot darin, wenn er mir überhaupt nichts bringt. Das ist alles nur Zeitverzögerung. Ist ja blöd, wenn ich da jetzt hier warte, bis hier mal gescheit was passiert. Schutzschild schlägt fehl. So, Steinwurf. Käferbiss. Na, natürlich nicht sehr effektiv. Aber das. Und ein Volltreffer. Ja gut, dann hab ich nochmal. Es ist zwar wieder langweilig, nur eine Attacke zu machen, aber was soll ich machen? Ich will hier endlich durchkommen. Und klatsch. Hat er noch eins? Ich hoff's. So, mal gucken, was er jetzt einsetzt. Felilu erreicht Level 14. Spieler besiegt. Oh, hat keins mehr. Okay. So, jetzt habe ich hier zwei Möglichkeiten. Jo. Und da oben sehe ich auch schon den fetten Kokor. Und da sind wir jetzt auch drin. Krass. Saubere Arbeit vorhin in der Kanalisation. Meine Käfer... Ah, okay, Käfer-Pokémon. Gut, schön das zu wissen. Allerdings wird er keine Chance haben. Und Arti. So, mal gucken, was der uns... Oh Gott, so ein Käfer-Freak. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass er das am Anfang bringt. Ich versuch's so weit zu schwächen, wie es geht. Vielleicht mit einem Tackle. Vielleicht bringt Tackle mehr. Boah, geil. Hammergut. Richtig geil. Volltreffer. Oh, aber er auch. Egal, ich tackle ihn weg. Hypertrank. Ah, ich glaube, der benutzt aber immer nur einen. Scheiße. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Na, egal. Zwotterin ist hier eh nutzlos gegen Pflanzen-Pokémon. Ich muss hoffen, dass mein Rest es jetzt packt. So, auf geht's. Rasierblatt. Boah. Boah, komm schon. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nein! Fucken Volltreffer, Mann. Was ist los? Warum fallen hier heute so viele Volltreffer? Okay, Vati. Wir schaffen das nicht. Das schaffen wir auf gar keinen Fall mit Vati. Komm, ich darf jetzt nicht den ersten Kampf schon verlieren. Natürlich ist es nicht effektiv, aber ich kann die Chance nutzen und kann Status. Warum mache ich das auf den? Bin ich bescheuert? Nein. Ich bin ein kompletter Vollidiot. Warum zur Hölle mache ich das auf den? Ah gut, er hat Käfer-Pokémon. Das hier ist Pflanze und Käfer. KP-Erholung, Limonade. Ich muss es einfach versuchen. Fadenschuss. Ja gut, der weiß, dass Rasierblatt nichts bringt. Deswegen versucht er ja meine Initiative zu killen. Und jetzt müssen wir es besiegen. Sehr schön. Gott sei Dank. Wenigstens was. Felilu, Level 15, versucht Verfolgung zu erlernen. Kann maximal. Dann tun wir Zuschuss durch Verfolgung. Oh Gott, ich hoffe, das wird noch was. Das sind jetzt schon fast 20 Minuten, die ich aufnehme. Weiterkämpfen. Fuck, das hätte ich mit einem Dings locker wegficken können. Komm schon.
Ja, war okay. War okay. Wenigstens zum Anschwächen. Ja, ciao, Watti. So. So, jetzt wird's spannend. Weil nicht mal mein Zwotterin wird gleich auf dem Level vom End-Pokémon sein. Ich weiß, dass ich ihn mit einer Attacke jetzt locker wegmachen kann. Weil das wird nämlich, ja, effektiv sein. So. Puh. So, wir haben noch eine kleine Chance, es zu schaffen. Oh, ne, das schaffen wir nie im Leben. Und weg sind wir. Oh, Kacke. Verteidigung sinkt. Fuck, Mann. Oh, das schaffen wir nicht. Volltreffer. Ich kann nur noch Felilu setzen. Und Felilu ist ein 9 Level drunter. Ja, keine Chance. Boah, das Viech ist ja mal endhart. Sorry, dass ich so viel Zeit geklaut habe, aber kann man nichts machen. Ich bin momentan halt ein bisschen unten drunter. Aber wenigstens haben wir die Arena gepackt. Ich versuche jetzt natürlich als nächstes meinen André zu leveln. Ja. Nächstes Mal vor dem Arena-Leiter. Bis dann. Ciao.